Herzlich willkommen zu den Demo Days. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie zugeschaltet haben. Wir hoffen natürlich, dass wir viele von Ihnen schon, die wir am Vormittag schon haben begrüßen dürfen, jetzt wieder dabei haben. Denn wie versprochen, es geht um ganz was Besonderes. Ein besonderer Moment auch für uns. Und uns heißt Philipp Johnston zu meiner Rechten, Product Manager Sweeping, das sind Kehrmaschinen auf Deutsch gesagt, aber tönt besser in Englisch. Und Elmar Wilms, verantwortlich für das Vorführwesen bei Abby Schmidt Deutschland. Weil es jetzt um wirklich was Spezielles geht, haben wir gesagt, lassen wir die lange Einleitung beiseite. Philipp, ich weiß, wo du einsetzt. Ich fange noch einen Moment früher an. Erste Kehrmaschine 1956. Dann kam die erste selbstfahrende Kehrmaschine in den 70er Jahren auf einem dreirädigen Piaggio. Man wird es nicht für möglich halten. Oder heute sicher ein bisschen drüber schmunzeln. Und jetzt habe ich genug gesagt. Eine Bemerkung noch vorweg. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese stellen. Sie haben unten am Videoscreen eine Sprechblase, klicken Sie da drauf, fragen Sie, was Sie interessiert. Wir versuchen, die Fragen am Ende der Präsentation zu beantworten. Und falls Sie kein Symbol sehen, müssen Sie sich kurz ausloggen, wieder einloggen mit Firmennamen und E-Mail-Adresse, sonst funktioniert das nichts. So, genug meinerseits. Philipp, bitte. Danke, Thomas. Wir übertragen heute live vom Flughafen Laa und wir freuen uns riesig, dass Sie heute Nachmittag alle mit dabei sind, wenn wir Ihnen unsere neueste Produktinnovation vorstellen dürfen. Bevor wir loslegen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und etwas in den Geschichtsbüchern der Klingo zurückzublättern. Wir gehen zurück in die späten 80er Jahre, in welchen die Klingo 500 in Italien geboren wurde. Damals wird sie unter dem Namen SM 4200 in den Markt gebracht. Die Konstruktion war zu diesem Zeitpunkt sehr modern, da man während der Entwicklung sich stark an dem LKW-Markt orientiert hat. Hieraus resultiert zum Beispiel der Leiterrahmen, der bis heute Bestand hat. 1995 wird aus der SM 4200 zum ersten Mal der Name Klingo geboren. In diesem Zuge wurde neben der Namensänderung auch weitere technische Funktionen der Maschine verbessert. Ende der 90er Jahre bis Anfang der 2000er wurden weiterhin weitere Verbesserungen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde besonders der Fahrer in den Vordergrund gestellt. Themen wie Fahrkomfort, Bedienbarkeit, Rundumsicht wurden deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Seit 2005 findet die Produktion der Klingo in Deutschland statt, im süddeutschen Kehrmaschinenstammwerk in St. Blasien. Bis heute wurden immer wieder entscheidende Verbesserungen implementiert. Neben kleineren Anpassungen haben auch umwelttechnische Aspekte zur Veränderung geführt. Mittlerweile haben wir 5000 Klingos verkauft. 892 Quadratkilometer, das ist die Größe von Berlin, der Hauptstadt Deutschlands. 15% hiervon sind Verkehrswege. Würden wir also alle verkauften 5000 Klingos verwenden, würden wir knapp eine halbe Stunde benötigen, um Gesamt-Berlin zu reinigen. Gerne möchten wir an dieser Stelle nochmal die letzte Ehre der Klingo 500 geben und Film ab! Nun möchten wir uns aber nicht länger mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern vielmehr mit der Gegenwart. Sie möchten mehr Kehrleistung, Sie wollen mehr Komfort und das alles in Verbindung mit noch mehr Umweltfreundlichkeit. Getreu dem Motto Gutes noch besser machen, haben wir bei Abby Schmidt die Klingo 500 neu entwickelt. Wir dürfen heute voller Stolz unsere neueste Produktentwicklung vorstellen. Die neue Klingo 550. Sehen Sie selbst! Diese robuste und kompakte Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb. Höchste Umweltstandards wurden erfüllt. In der großen, übersichtlichen und bequemen Fahrerkabine genießen Sie ganzjährig höchsten Komfort.
Das logische Bedienkonzept erschließt sich Ihnen intuitiv. Das heißt, einsteigen, wohlfühlen und Sie übernehmen sofort das Kommando. Die Klingo 550 ist als 2- oder 3-Besen-System erhältlich. Mit dem optional dritten Besen kann die Arbeitsbreite auf 3660 mm vergrößert werden. Dies ermöglicht größere Flächenleistungen, Kehren auf 2 Ebenen, sowie effizientes Kehren auf Flächen mit viel Stadtmobiliar und dementsprechend kleinteiligen Arbeitsbereichen. Der robust ausgeführte Frontbesen lässt sich auf der linken als auch auf der rechten Seite der Maschine einsetzen und ist auch für schweren Wildkrauteinsatz geeignet. Gerne stellen wir Ihnen in den nächsten 25 Minuten die Highlights dieser Maschine vor. Aber Elmar, bei so vielen Highlights, wo sollen wir überhaupt beginnen? Philipp, eins nach dem anderen. Lass uns am besten mit dem neu gestalteten Komfort der Klingo 550 beginnen. Gerne möchte ich hier auf das perfekt auf die Maschine abgestimmte Federungspaket erwähnen, welches ein sicheres und komfortables Fahren wie bei einem Pkw ermöglicht. Hierbei werden guter Fahrkomfort, Robustheit und Wartungsfreiheit optimal kombiniert. Das neue Federungssystem garantiert ein sicheres Fahrverhalten und höchsten Fahrkomfort in dieser Maschinenklasse. Möchtest du hier noch was ergänzen, Philipp? Ja, erwähnenswert ist die 1 Tonne höhere Traglast der Vorderachse und die großen Aufstandsflächen der Räder, welche unabhängig von Straßen- und Wetterungsbedingungen für eine erhöhte Sicherheit bei einem niedrigen Bodendruck sorgen. Weiterhin ermöglicht der große Lenkeinschlag von 68 Grad in Verbindung mit dem kurzen Radstand optimale Wendigkeit, Manövrierbarkeit sowie einen äußerst engen Wendekreis. Mit dem optional sperrbaren Differential an der Hinterachse ist die Klingo 550 auch für herausforderndes Gelände ein idealer Partner. Philipp, ich bin fest davon überzeugt, dass es weitere Highlights der neuen Klingo, insbesondere die Kabine, ist. Möchtest du mit einer kurzen Vorstellung beginnen? Gerne, Elmar. Bei der Gestaltung der Kabine standen besonders die Ergonomie und das Bedienkomfort im Vordergrund. Beste Sicht aus einer geräumigen Kabine und eine Frontscheibe, die bis zum Kabinenboden durchgezogen ist. Optional kann die Kabine mit einem dritten Sitz ausgestattet werden. Eine Sichtscheibe im Fahrerhausboden ermöglicht freien Blick auf den Saugschacht sowie auf die beiden Tellerbesen. Zudem ist die Lenksäule winkelverstellbar. 2 große Seitenspiegel ermöglichen zusätzlich perfekte Sicht auf den Arbeitsbereich und die Umgebung. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Kabine mit einem hochwertigen Geräusch- und Vibrationsdämmung ausgestattet ist. Somit kann sich der Fahrer besser konzentrieren und seine Aufgaben schnell und sicher ausführen. Ein besonderes Highlight ist zudem die neuen abgerundeten Heckfenster. Diese ermöglichen eine nie dagewesene Rundumsicht von nahezu 250 Grad. Die leistungsstarke Klimaautomatik sorgt zudem für bestes Raumklima im Sommer wie auch im Winter. Elmar, lass uns doch am besten in die Kabine schauen. Vielleicht kannst du hier unseren Zuschauern interessante Einblicke geben und etwas das HMI erklären. Gerne, Philipp. Zuerst möchte ich die Lenksäule zeigen. Mit einem Fußtritt lässt sich die Lenksäule optimal in die Fahrposition bringen. Mit der rechten Hand, also mit einer Einhandbedienung, kann ich komplett die Kehrmaschine steuern. Die LED-beleuchteten Taster und Schalter ermöglichen ein einfaches Bedienen der Kehrmaschine. Ein großer, ergonomisch geformter Joystick steuert die aktiven Bewegungen des dritten Besens vorn, was der Fahrer für den normalen Betrieb benötigt. Im oberen Bereich der Dachkonsole sind weitere Einstellmöglichkeiten gegeben. Hier kann der Profifahrer einzelne Auflagedrücke oder Drehzahlen der Besen verstellen. Im hinteren Bereich sieht man dann noch die Klimaanlage, die Steuerung der Klimaanlage bzw. der Klimaautomatik, damit der Fahrer auch seine Wohlfühltemperatur einstellen kann. Links hier angebracht im Dachholm ist das große Farbdisplay, das auch mit Touchfunktionen ausgestattet ist, sodass der Fahrer alle Informationen bekommt, die er während dem Kehren braucht, aber nicht zusätzlich abgelenkt wird. Ja, Philipp. Oh, Philipp, danke.
Durch die abgerundeten Heckfenster kann ich selbst den Philipp in dem toten Winkel entdecken. Dann komme ich doch wieder etwas nach vorne, dass du mich besser sehen kannst, Elmar. Danke. Generell eine Frage hätte ich noch zum HMI oder im Generellen, wenn du da oben gerade dir schon in der Kabine bequem gemacht hast. Und zwar aus dem Markt kommt ab und zu mal eine Anfrage, ob auch die Möglichkeit besteht, dass Bediener der Maschine ihre bevorzugten Maschineneinstellungen abspeichern können, beziehungsweise vor dem Einsatz wieder entsprechend auswählen können. Wie wurde dies bei der Neuentwicklung der Klingo 550 umgesetzt bzw. berücksichtigt? Selbstverständlich wurde auch daran gedacht, hier im Display sind mehrere Fahrprofile hinterlegbar, sodass jeder Fahrer sein eigenes Profil darstellen kann, beziehungsweise wenn man im Wechselschichtbetrieb arbeitet, können mehrere Fahrer die Maschine bedienen, ohne sich jeweils umgewöhnen zu müssen. Super, danke Elmar für die Erklärung. Jetzt wäre es toll, wenn du die Maschine starten könntest und entsprechend die Behälter anheben und auch die Behälterhecktüre öffnen. Danke. Gut, und dann gehen wir ein Stück weit hinter zur Maschine. Die neue Klingo 550 besitzt ein Behältervolumen von 5,5 Kubikmetern und ist somit mehr als ihre Vorgängerin. Mit dem vergrößerten Systemvolumen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Reichweite. Mit der neuen Klingo 550 garantieren wir eine maximale Kehrgutaufnahme und einen erhöhten Aktionsradius. Philipp, bei der Klingo 500 wurde zwischen Hoch- und Kippentleerung unterschieden. Wie sieht das bei der neuen Generation aus? Ja, die Basisausführung verfügt über eine Kippentleerung. Optional ist eine Hochentleerung mit einem Ausschieber für die Containerentleerung erhältlich. So wie man es hier auch bei dieser Maschine sehen kann. Mit dieser wird der Behälter zeitgleich nach oben sowie näher zum Container geführt. Dieses Konzept begünstigt ein sauberes und sicheres Entleeren für den Fahrer. Zudem bleibt auch die Zugänglichkeit, wie hier im vorderen Bereich der Maschine zu sehen, für Wartungen gegeben. Ein weiteres Highlight, das ich hier an dieser Stelle erwähnen möchte, ist auch, dass sämtliche Schläuche und Kabel in dieser Energiekette sauber und sicher verlegt wurden. Elmar, dürfte ich dich jetzt aber bitten, die Behälterhecktüre wieder zu schließen und wir bewegen uns weiter hinten zum Heck. Wie man hier jetzt auch beim Schließen sehen kann, wird die Heckklappe mit nur einem Zylinder hydraulisch verriegelt und eine robuste Gummiabdichtung verschließt die Heckklappe zum Behälter wasserdicht. Mit dem neuen Abluftkonzept kann zudem einfach und bequem die Abluft je nach Kehrbedingungen umgeschaltet werden. Dies ist besonders im innerstädtischen Bereich sehr hilfreich und außerdem ein Mehrwert im Herbst beim Kehren in Parkanlagen oder in Alleen. Ansonsten werden die Blätter von den Bäumen geblasen und der Kehreinsatz muss von vorne beginnen. Elmar, ich gehe davon aus, dass wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen bereits interessante Einblicke der Klingo 550 geben konnten. Welche weiteren Highlights möchtest du nennen? In diesem Fall möchte ich auf die komplette Feuerverzinkung des kompletten Fahrzeugsrahmens hinweisen, sowie weiter wichtiger Stahlbauteile. Diese Beschichtungsverfahren bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz und einen nachhaltigen Einsatz bei allen Witterungen. Zum anderen gilt es, den großzügig dimensionierten Wassertank von nahezu 750 Liter zu erwähnen, der eine lange Einsatzzeit verspricht. Zudem wird im Fahrzeug montierten Tank, der sehr tief angebracht ist, direkt am Fahrzeugrahmen ein tiefer Schwerpunkt erzeugt und somit ein noch sicheres Fahrverhalten erreicht. Ja, wenn wir das Thema Sicherheit haben, gilt es auch die 360-Grad-Kamera zu erwähnen. Optional kann die Klingo 550 mit der 360-Grad-Kamera ausgestattet werden, um in jeder Transport- und Arbeitssituation die Maschine und Umgebung komplett im Überblick zu haben. Ein weiteres Highlight befindet sich an der Front als auch im Heck der Maschine. Da möchten wir als erstes mal vorne an die Maschine laufen. Passend hierzu wurde ein neues Beleuchtungskonzept ausgearbeitet. LED-Tagfahrlicht und LED-Arbeitsscheinwerfer leuchten den gesamten Arbeitsbereich für den Fahrer optimal aus.
Während wir den Behälter nach oben gefahren haben, Elmar, ist mir die Schlauchaufrollung aufgefallen. Was befindet sich hier denn mitten integriert im Fahrerrahmen? Ach ja, Philipp, das ist der integrierte Schlauchaufroller mit einer Hochdruckwasserpumpe mit 150 Liter bei 15 Bar bei 150 Bar bei 15 Liter und mit einem 20 Meter langen Schlauch. Ja. Hieran lässt sich dann im hinteren Bereich befindliche Handlanze montieren und damit kann auch externe Arbeiten wie Abspritzen von Parkbänken und so weiter ermöglicht werden. Elmar, wenn wir jetzt so einen tollen Blick hier aufs Innenleben der Maschine haben, was sollten wir über den Dieselmotor wissen? Wissen sollte man, dass der neue 6-Zylinder Dieselmotor mit 125 kW und 170 PS besitzt. Er ist zudem enorm drehmomentstark und zugleich schadstoffarm. Mit 600 Newtonmeter und bei 1200 Umdrehungen steht nicht nur viel Kraft zur Verfügung, sondern er ermöglicht auch einen verbrauchsarmen, wirtschaftlichen und leisen Betrieb. Selbstverständlich erfüllt dieser Motor die Abgasstufe Euro 6e sowie die Norm der Stufe 5. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben in den vergangenen Minuten haben wir Sie auf eine Zeitreise genommen, der Klingo 500. Wir haben gemeinsam in den Geschichtsbüchern geblättert und sind von der Vergangenheit in die Gegenwart gereist. Wir haben eindrucksvoll demonstriert, auf was für eine tolle Kehrmaschine Sie sich mit der Klingo 550 freuen dürfen. Aber was ist mit dem Thema Zukunft? Was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und wie möchte sich Ebbi Schmidt auch langfristig aufstellen? Bei der Vorstellung der Klingo 550 habe ich mit den Worten Gutes noch besser machen gestartet. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben getreu dem Motto Gutes noch besser, besser gemacht. Bitte Film ab. Darf ich vorstellen, die E-Klingo 550. Elmar, auf was dürfen sich unsere Zuschauer bzw. Kunden mit der E-Klingo 550 freuen? Auf die E-Klingo 550 eine überzeugende, 100% elektrische, einmalig leise und emissionsfreie Kompaktkehrmaschine. Dies ist ein weiterer Schritt in dem kontinuierlichen Bestreben unserer Gruppe, das Wohlbefinden unserer Kunden und Mitmenschen zu gewährleisten und zu einer nachhaltigen, sauberen Zukunft für alle in der Stadt und in den Gemeinden beizutragen. Mit der E-Klingo 550 entscheiden Sie sich nicht nur für die nachhaltigste Lösung, um Ihre städtische Umwelt sauber zu halten, sondern auch für höchste Qualität und Zuverlässigkeit basierend auf bewährter Technologie, die auf jahrelanger Erfahrung im Kehrmaschinensegment beruht. Sie sehen es, wie es auf dem Behälter geschrieben steht. 100% elektrisch bei 0% Emissionen und 100% Performance. Elmar, lass uns doch etwas mehr ins Detail gehen. Ja. Hierfür würde ich gerne die Einfahrt der E-Klingo ermöglichen. Sie sehen und hören einen sehr leisen Antrieb, damit wir die Maschine auch mal wunderbar ins Bild bekommen.
Die E-Klingo 55 zeichnet sich durch einen vollelektrischen Antrieb aus. Das Herzstück des Antriebs ist die Hochvoltbatterie mit einer Batteriekapazität von 100 Kilowattstunden, optional sogar 150 Kilowattstunden und somit individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden abstimmbar. Das modulare Hochvolt-Batteriekonzept setzt sich aus 4 bis zu 6 Batteriepaketen zusammen, die einzeln über eine zentrale Power-Unit parallel verschaltet werden. Danke, Elmar. Das hört sich sehr spannend an. Besonders das modulare Hochvolt-Batteriekonzept hat seinen ganz eigenen Charme. Welche Autonomie ist hier zu erwarten? Die leistungsstarken Energiespeicher ermöglichen Betriebszeiten bis zu 10 Stunden. In Abhängigkeit natürlich je nach Anwendung und Einsatzgebiet. Hochwertige Komponenten versprechen lange Lebensdauer und eine hohe Sicherheit für Maschine und den Fahrer. Die Antriebe aller Hauptverbraucher, Fahrantrieb, Gebläseantrieb, Antrieb der Hydraulikpumpen und die Klimatisierung der Fahrerkabine sind elektrifiziert. Der Elektroantrieb ist dem Antrieb eines Verbrennungsmotors in vielen Punkten überlegen. Hierzu gehören der hohe Wirkungsgrad, eine optimale Leistungscharakteristik und hohe Performance bei geringer Wartung. Elmar, wie wird das Fahrzeug im Genaueren angetrieben? Für den Fahrantrieb wurde eigens eine neu entwickelte elektrische Hinterachse konzipiert. Das maximale Drehmoment von 350 Newtonmeter wird über ein einstufiges Getriebe direkt auf die Hinterräder übertragen. Die 140 kW Maximalleistung des Elektromotors ermöglichen Fahrgeschwindigkeiten bis zu 50 Stundenkilometer bzw. eine Steigfähigkeit von bis zu 30%. Das Geräuschniveau ist um ein Vielfaches niedriger als beim Dieselfahrzeug, wie wir vorhin bei der Einfahrt auch sehen konnten und hören konnten. Ein elektrisches Parkbremssystem mit integrierten Berganfahrhilfe garantiert ein sicheres und komfortables Fahren. Die elektrische Mehrkreishydraulik wird durch mehrere Seilenpumpen versorgt und ist dadurch sehr effizient und leise. Der standardmäßige Onboard-Charger mit einer Ladeleistung von 22 kW AC ermöglicht ein schonendes Vollladen der Kehrmaschine über Nacht. Die integrierte Schnellladeschnittstelle gewährleistet ein vollständiges Wiederaufladen in rund einer Stunde. Somit können auch ungeplante Einsätze problemlos realisiert werden. Elmar, ich kenne es von anderen batterieelektrischen Geräten, dass sie mit der Zeit weniger Ladung aufnehmen können. Wie wurde diese Thematik bei der Neuentwicklung der E-Klingo 55 berücksichtigt? Dank der innovativen Kälte- und Wärmemanagement wird die Langlebigkeit der Batteriepakete nochmals erhöht. Schnelles Laden durch ein effizientes Kühlung der Batterie stellt auch bei hohen Temperaturen keine Herausforderung dar. Danke, Elmar, für die Erläuterung. Gerne. Philipp, eine Frage habe ich noch an dich. Woran unterscheidet sich die Klingo 550 und die E-Klingo außer ihrem Antrieb? Danke, Elmar. Eigentlich eine sehr gute Frage. Ich denke aber, bevor ich jetzt auf die Unterschiede eingehe, ist es meiner Meinung nach deutlich wichtiger hervorzuheben, dass wir durch das Plattformkonzept und auch den kompakten Aufbau einen sehr hohen Gleichteileanteil generieren konnten. Die effiziente Konstruktion dieser Fahrzeugfamilie bringt erhebliche Vorteile in der Ersatzteilstrategie und senkt die Lagerhaltungskosten auf ein Minimum. Philipp, dann darf ich jetzt etwas salopp ausdrücken. Da haben unsere Jungs und Mädels in der Entwicklung und Konstruktion doch einen tollen Job gemacht. Absolut, das darf man so sagen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es freut uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für die Vorstellung der Klingo 550 und der E-Klingo 550. Getreu dem Motto Gutes noch besser machen, haben wir mit unserer Erfahrung aus der Vergangenheit eine neue und moderne Kompaktkehrmaschine der Gegenwart und der Zukunft entwickelt und hergestellt. Und weil Gutes nicht für uns nicht gut genug ist und wir unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden möchten, durften wir heute die E-Klingo 550 präsentieren. Freuen Sie sich über mehr Performance, verbesserte Rundumsicht, den erhöhten Komfort und die immer wichtiger werdende Nachhaltigkeit. Basierend auf langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung von Aufbau- und Kompaktkehrmaschinen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und ich gebe jetzt gerne das Wort an Thomas. Danke, Philipp. Ja, schon auf der Suche nach Thomas. Vielen Dank, Philipp.
So, jetzt ist es raus, das Geheimnis, oder? Jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Wir freuen, unsere Zuschauer haben genau die gleiche Vorfreude als wir auch. Und ich glaube, jetzt können wir gespannt sein auf die Fragen, die gestellt wurden heute Nachmittag. Cool. Also, gucken wir auf die Liste. Nicht ganz überraschend, die längste Liste, seit wir heute Morgen angefangen haben zu präsentieren. Also das Thema ist sicher ein großes Thema. Lass uns, wir fangen nicht zu oberst an, wir haben einen anderen in der Mitte. Adam fragt, wo wird die Luft abgeführt? Ich nehme an, das hast du kurz erklärt. Habe ich erklärt und ich denke, möchte ich jetzt vielleicht anders machen als die Bundesliga-Profis bei den Interviews. Ich möchte gar nicht so weit ausholen. Ich denke, am besten ist einfach, wenn wir uns nochmal ans Heck der Maschine begeben und dann kann ich Adam auch erklären, wie dieses Abluftsystem funktioniert bzw. wo die Abluft rausgeht. Ich warte auf dich. Bitte schön. Oh. Also wir haben die Abluft, die wir in beiden Fällen wird sie nach hinten geführt. Zum einen hinten unten, wie man hier schön sehen kann, hatten wir auch angesprochen, dass eben beim Kehren in Parkanlagen oder im Herbst eben, dass die Blätter nicht von Bäumen gepflegt geblasen werden sollen und dementsprechend wirklich toll, wenn man sich hier einfach auf die Kehrbedingungen anpassen kann und dementsprechend haben wir aber auch die Möglichkeit, hinten oben, so wie man es auf der linken Seite sehen kann, die Möglichkeit, dort die Abluft rauszulassen bzw. abzuführen. Und dann komme ich gern wieder zu dir, Thomas. Genau. Ich glaube, die Kameramänner, wenn sie schon dazwischen stehen, lassen wir sie ungefähr da. Eine Frage für dich, Elmar. Freundlich formuliert von Gergö. Bitte Wartungsklappe zeigen, steht da. Würdest du Klappen zeigen? Das probiere ich mal. Das tun ja. Für uns? Selbstverständlich haben wir bei der Klingo 55 auch an das gedacht. Wir haben auf beiden Seiten, rechts wie links, einfach zugängliche Wartungsklappen, Öffnungen, wo wir wunderbar öffnen können und dann für Wartungsarbeiten oder kleine Reparaturarbeiten noch besser an die Maschine rankommen. Das gilt für rechts wie für links. Für die E-Klingo wie auch für die Diesel-Klingo. Vielen Dank, Elmar. Gerne. Eine Frage noch wegen der Geschwindigkeit. Wie schnell fahren die Fahrzeuge? Ist ein Unterschied zwischen den beiden? Unterschiede zu den Fahrzeugen haben wir nicht, aber wir haben unterschiedliche Transport- und Fahrgeschwindigkeiten. Beginnen mit 25, 30, 35, 45 und 50 km/h. Also für jeden sollte dadurch die richtige Geschwindigkeit mit dabei sein. Genau. Dann haben wir noch Patrick, der hat gefragt, ob die mobile Bedienung auch kabellos verfügbar ist. Aktuell, so wie man es im Video gesehen hat, haben wir ein Kabel mit dabei, einfach auch Sicherheitsaspekte, damit der Fahrer aus der Kabine rausgeht und schaut, was er auch macht. Und ich denke, ja, das hat seine Daseinsberechtigung aktuell. Vielen Dank, Philipp. Elmar, dir auch. Zeit ist um 16.30 Uhr. Ja. Ich glaube, wir alle drei, oder? Wir freuen uns unglaublich, bis wir die ersten Maschinen in den Straßen oder auf den Straßen sehen natürlich. Wir mögen den FahrerInnen und Fahrern ganz bestimmt auch die neue Kabine gönnen. Ist echt ein Highlight, wenn man solchen Arbeitsplatz beziehen kann. Und in diesem Sinne, ja, machen Sie sich schlau, informieren Sie sich. Abby Schmidt ist in über 17 Ländern mit einer eigenen Verkaufs- und Serviceorganisation präsent. In über 90 Ländern haben wir etablierte Partnerschaften. Wenn Sie auf www.abby-schmidt.com Ihren Standort eintippen, dann finden Sie ganz bestimmt jemanden in der Nähe, der Ihre Fragen beantworten kann und früher oder später sicher auch die eine oder andere Vorführung organisieren kann. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Präsentation, die Philipp und Elmar heute für Sie gemacht haben, wird in Kürze auch online in der ganzen Länge zur Verfügung stehen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie in einer halben Stunde nochmals zuschalten. Dann geht es um unsere Servicepakete und digitale Lösungen. Und all denen, die jetzt abschalten, wünschen wir einen schönen Rest vom Tag. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.